ich denke, wir können dann mit der Vernehmung beginnen. Ihr Name ist Johannes Aufge... Ja, das ist richtig. Und Ihnen wird zur Last gelegt, dass Sie am 3. September diesen Jahres, also 2013, genau, den Bürgermeister brutal in seinen Amtsräumen angetan haben und zusammengeschlagen. Und es ging dabei anscheinend um irgendeine Privatangelegenheit, wie Sie schon mal ausgesagt haben. Privater Natur. Ist das soweit richtig? Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ja jeder Schlag, den der Herr Bürgermeister auf seine Nase bekommen hat, den hat er auch sich wohl verdient. Nun, was hier richtig und was verdient ist, das entscheiden immer noch wir, Herr Nachgebauer. Ja, wie dem auch sei. Erzählen Sie doch bitte mal von Anfang an, wie es zu dieser Sache kam. Wir möchten da gerne mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Am besten fangen Sie mal ganz von vorne an. Ja, also, das war so. Ich war also auf einer Fortbildungsmaßnahme, privater Natur natürlich, und hab mich so fortgebildet, und da klingelt auf einmal mein Telefon. Das muss irgendwann im Juli gewesen sein. Und da war halt der Bürgermeister dran. Yes, Wir haben die Ehre, mit dem Bürgermeister zu sprechen. Bürgermeister! Der Bürgermeister. Ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass wenn der Bürgermeister anruft, das gibt immer Ärger. Das weiß hier jeder in der Gegend. Der ist doch für seine Koks-Partys überregional bekannt. Ich habe mal von Leuten gehört, die auf einer von diesen Partys waren, der kann einen Pfund Mehl durch die Nase ziehen in 3 Minuten. Und ich habe mir schon gedacht, wenn der anruft, was will der wohl von mir? Ich schuldete dem halt noch einen Gefallen und das sollte sich noch rächen. Müssen die so einen Krach machen morgens schon? Seien Sie still und hören Sie mir zu. Sind Sie wach? Ja, ich bin wach. Wo sind Sie gerade? Ja, ich bin auf einer Fortbildungsmaßnahme. Zum Thema Gefahren des Alkohols. Gut, gut. Können Sie gut gebrauchen. Was gibt's denn? Moment. Ja, also ich war letzte Woche zufällig in der Schweiz und ich habe gehört, dass Sie dort auch hinfahren in den nächsten Jahren. Sie wollen mir also allen Ernstes verklickern, dass der Bürgermeister von Ihnen verlangt hat, in die Schweiz zu fahren? Ja, da wäre ich ja sowieso hingefahren, das ist ja der Witz an der Sache. Unterbrechen Sie mich bitte nicht nochmal. Der hat also von Ihnen verlangt, auf einen Berg zu klettern, um eine Rechnung herunterzuholen. Ja, genau. Ja, hat er zu mir gesagt. Eine Rechnung für ein... Also Sie haben es gerade erwähnt. Moment, ich hab's gleich. Koksbuffet, richtig. Ich hab's hier notiert. Ja. Was haben Sie denn dann als nächstes getan? Ja, was soll ich denn machen? Ich war erpressbar durch so eine alte Geschichte zwischen uns beiden. Das hatte mit abgerissenen Fingern und nackt baden im Freibad zu tun. Des Nachts. Also ich hatte ja keine Wahl. Also habe ich meinen Expeditionsleiter halt angerufen. Hab die Sachen gepackt und bin losgefahren. Und hab gedacht, mir fällt schon irgendwas ein unterwegs. Ich hatte ja jetzt dann sowas wie eine Mission zu erfüllen. Und der Ausgang entschied über Knast oder Koksbuffet. Ja, Hansi hier. Ah, nicht so laut. Der Plan hat sich geändert. Wir müssen etwas umdisponieren. Wir haben das Auto vollgepackt und sind losgefahren. Stop me 'cause I'm going now, now.
sagen Sie mal, um welchen Berg handelt es sich da namentlich? Das habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Das ging wohl um das Barrhorn, das Üsser Barrhorn. Das liegt da in der Nähe von Zermatt, also in Wallis. Das ist so ein 3600 Meter hoher Berg. Das war schon eine Hausnummer für mich. Also ich habe mich schon ganz schön erschrocken, ne? Ich gefragt, wie der Bürgermeister da wohl hochkommt, um eine Rechnung zu verlieren von seinem scheiß Kurzbuffet. Eigentlich wollte ich ja zum Baden und Zelten in die Schweiz und habe dann aus diesem Badeurlaub praktisch mein Trainingslager gemacht. So einen Berg besteigt man nicht einfach so, man muss sich vorbereiten. I'm going in, no one's gonna stop me, cause I'm going now. I'm going in, no one's gonna stop me, cause I'm going. Plan war also jetzt erstmal da so ein bisschen Schickimicki zu machen, ne? Ein paar Berge so hochlaufen und mal gucken, wie fit ich so bin und dann rüber nach Zermatt zu fahren und mich ein bisschen zu akklimatisieren und dann den Stier bei den Hörnern zu packen, wie man so schön sagt. Und das Training ging dann auch gleich nach unserer Ankunft los. Zu einem ordentlichen Trainingslager gehört Tretbootfahren dazu. Unbedingt. Und Autofahren. Und viel und vor allem gut essen. Und Schaufelraddampfer fahren. Und schwimmen gehen. Und natürlich viel spazieren gehen. Hatten Sie denn in diesen ersten Tagen schon direkten Kontakt zum Bürgermeister weiter aufrechterhalten oder wie war das denn? Nö, dann? Ich bin also dann einfach hoch in die Berge und bin halt so viel rumgekraxelt, wie ich konnte. Ne? Ich habe natürlich dann erstmal eine schöne Zeit gemacht. Da muss man natürlich erstmal so ein bisschen sich akklimatisieren, ne? Das Beste ist natürlich, gleich am Anfang einen ziemlich hohen Berg zu nehmen, um möglichst erstmal Höhenluft zu schnuppern. Da habe ich mir gleich natürlich den höchsten ausgesucht, den es da in der Umgebung vom Campingplatz gab. Ne? So 2700 Meter war der hoch. Da bin ich natürlich erstmal hochgerannt dann. So, Freunde. Was alles in so einen Rucksack reingehört, das sieht man immer ganz schön, wenn man auspacken muss, um an das Fressen zu kommen. So Mütze, ne? wenn die Sonne knallt, dann kriegt man keinen Sonnenstich und so lustige Plastiktassen. Dann natürlich dicke Jacken, die man anziehen muss. Wasser, schön. Trockenes Brot von vor zwei Tagen. Trockenes Brot vom Vortag. Ja, was ist denn da noch so drin? Dann haben wir hier eine Wundertüte. Hier so Joghurt, Drink, Salami, Käse, Snickers, Kaffee. Kaffee? Ja, oh. Und dann haben wir hier so einen Spirituskocher noch drin zum mit Verpackung. Naja, also die lassen wir natürlich nicht hier oben, ne? Zum Kaffee kochen und Töpfchen. Was haben wir denn hier noch? Pflaster und das zum Seil springen oder zum Kühe fesseln und mitnehmen. Dann Fernglas braucht man und Messer natürlich. Ja, das ultimative Trekking-Gerät, das ist der Göffel oder auch Spork genannt. Also Spoon und Fork oder Gabel und Löffel. Da kann man ganz viele Sachen gleichzeitig mit essen. Unheimlich praktisch. Ja, das ist auch so, was so im Rucksack drin ist. Jetzt muss ich den ganzen Klump wieder einpacken. Das sieht ja aus wie eine Türkenkarawane hier. Und dann machen wir Brotzeit.
vermelde Gipfelsieg um 12 Uhr noch was, keine Ahnung. Sehr schön hier oben. Oh, die Sonne scheint. Was willst du mehr, gell? Vosotros parlo italiano, Spanisch, Deutsch. Hi, how are you? Ja, dann schönen Tag noch, ne? Ja. So, da sind die Walliser Alpen. Man könnte theoretisch einen Alphubel sehen und Monte Rosa. Da drüben ist das Rheinwaldhorn, der höchste Berg des Tessins. Gotthardmassiv haben wir in der Gegend. Dann die Graubündner Alpen mit dem Berniner Massiv, Pitz Bernina und so weiter, müssten da hinten irgendwo sein, ganz hohe Schneeberge. Traumhaft, wirklich. Und wir gucken so 2 Kilometer ins Tal runter da hinten. Ne? Wenn ich jetzt einen Fallschirm dabei hätte. Ich kann gar nicht so gut reden, weil ich essen muss. Und da kann man da hinten aber schon aber den Pizzo Vogano sehen. Ja, den gönne ich mir morgen mal, glaube ich. So. Den will ich schon machen, seit ich klein bin. Den mache ich morgen. So wie sich das für mich darstellt zu diesem Zeitpunkt, haben sie also im Auftrag der Staatsmacht gehandelt und haben also willkürlich ohne Rücksprache ihre Trainingsziele gewählt und also ihre Zeit eingeteilt. Oder wie kann ich das nun verstehen? Ja, ich habe versucht natürlich so vielseitig wie möglich zu trainieren. Und damit ich viel mit wilden Tieren in Berührung kam, habe ich natürlich dann auch den einen oder anderen Berg noch mit reingenommen, wo ich wusste, dass es wilde Tiere gab. Und wo man dann einfach, wenn man oben ist, auch mal eine schöne Aussicht hat, ne? So, jetzt kochen wir uns erstmal einen Kaffee. Das ist gar nicht so schwer eigentlich. Wir haben hier schon einen Kocher. Ordentlich Gas geben. Ja. Dann empfehle ich so Jakobs Nestle 3 in 1. Scheißegal, schmeckt alles gleich. Kommt alles aus dem gleichen Schredder. Das empfehle ich, schmeckt wirklich geil. Da ist Milch und Zucker und natürlich Kaffee drin. Das tue ich jetzt mal in meine kleine orangene Tasse. Pulver immer gut umrühren. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. Ja, mir kocht das genug. Feinster Gipfelkaffee. Wie haben Sie denn nach unserem ursprünglichen Protokoll der Befragung vom 13.09.2013, habe ich. Was haben Sie denn in den Tagen zwischen dem 12. und 16. August des Jahres getan? Da habe ich natürlich die freie Zeit genutzt vor meinem schönen Wetterfenster in Zermatt, das ich natürlich treffen musste. Und hat mir eine schöne Zeit gemacht, ganz einfach. All you ever wanted.
desert to find something great. There is a good reason you work always late. And as for your future, you won't stay, I think. 'Cause so much has been ventured and nothing has been gained. And now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Out of control. All the love you gave, nothing you did receive. You always rejected to live life in grief. Pain can be so harmful and healthy as well. Yeah, you learned it the hard way. I think you can tell. And now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Yeah, now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Yeah, now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Yeah, now you're heading home, but you're drifting like a satellite. Wir sind dann also noch eigene Aussage am 16. August 2000. Ich hab's schon aufgeschrieben, eben 2013. Sind die also nach Zermatt aufgebrochen? Ja, richtig. Mit dem Flugzeug, oder wie habe ich das verstanden? Nein, mit dem Auto natürlich. Ich bin also dann den üblichen Weg gefahren, den man von meinem Urlaubsort aus nehmen würde. Ich bin ein Stück durch Italien gefahren. Über den Simplon-Pass hinunter ins Wallis, ins Rhonetal und dann direkt nach Zermatt auf meinen Campingplatz. Der lag in der Nähe von Bregenz, wie spricht man das aus?
Randa spricht man das aus. Das ist ein paar Kilometer nördlich von Zermatt. Und das kann ich auch nur empfehlen, denn man hat eine super Aussicht vom Zelt aus. Ja, wie? Und dann hatten sie einfach vor, dann mal hochzurennen auf den Berg und dann schön die Rechnung zu suchen, oder was? Nein, natürlich nicht. Passen Sie auf. Der Berg, der ist nun mal ziemlich hoch gewesen. Man macht dann einfach vorher eine kleine Akklimatisierungstour. Und da ein schön Wetterfenster herrschte zu der Zeit, habe ich mir einfach den Spaß gegönnt und bin zum Eingehen zur Hörnli-Hütte hochgegangen, an dem am Matterhorn gelegen. Und das war rückblickend die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Das müsste jetzt ungefähr der Zeitpunkt sein, wo ich auf 3000 Metern bin. Die Landschaft verändert sich schon krass. Schutt und Schnee. Aber es ist wunderschön. Mir fällt eigentlich kaum noch was ein. Obergabelhorn, Dent Blanche.
Allerlinghorn, Alphubel, Rimpfischhorn, Strahlhorn, Matterhorn vor mir, dass ich mal hier bin. Unfassbar. Ich hatte einfach wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Das war ein wunderschöner Tag. Und als ich auf halber Strecke Pause gemacht habe, haben da 4 Alphornbläser für mich praktisch ein Privatkonzert veranstaltet, weil ich der erste Zuhörer war, der zur Stelle war. Mit dem Matterhorn im Hintergrund, das hatte schon was. Und dann konnte ich es kaum erwarten, hoch zur Hörnli-Hütte zu kommen, dem Ausgangspunkt fast aller Matterhornbesteigungen, um Früchtekuchen Kaffee zu essen. Und sie hatten telefonischen Kontakt mit dem Herrn Bürgermeister in der Nacht vom 17. auf den 18. August 2013. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Ich habe ihm davon meine Absicht erzählt, den am nächsten Tag direkt ins Turtmantal zu fahren, das Auto da zu parken und halt von da aus dann mal meine Suche zu starten, so um den 19. rum. Ich bin also dann von Zermatt aus direkt ins Turtmantal gefahren, um da erstmal mein Lager aufzuschlagen. Um die Besteigung des Barhorns vorzubereiten, wenn Sie so wollen. Habt ihr so eine Straße schon mal gesehen? Das ist zum Kotzen. Wie soll man da hier nebeneinander fahren? Ich bete, dass mir keiner entgegenkommt, ey. Ich bete die ganze Zeit, dass mir keiner entgegenkommt in den Kurven, ohne Witz. Boah. So zum Beispiel. Oh, Junge, ey. Ja, Freunde, das ist jetzt ernst. Ich habe hier Basislager bezogen. Unten im Tal, auf 1900 Metern. Unten im Tal, ja. Geht ja morgen noch eine ganze Ecke weiter rauf. Und ich werde heute Nacht im Auto pennen. Da muss ich morgen früh nicht so viel abbauen und so. Dann klingelt der Wecker um 5 und dann geht's direkt los. Bin ich schon am Bier trinken. Essen ist gerade fertig geworden. Und dann haue ich mich auch gleich hin, denke ich mal. Und dann wollen wir mal gucken, was das wird. Das Wetter sieht schlecht aus.
Waren Sie sich eigentlich zu irgendeiner Zeit, mein Freund, über die Risiken bewusst, die Sie da auf sich genommen haben für diese Rechnung? Ich war mal im Schwarzwald und da war es schon ganz schön kalt nachts auf dem Hügel da oben. Und ich kann Ihnen sagen, das birgt so einige Risiken. So leichte Unterkühlung, mein Hund hat sich da mal einen Schnupfen geholt. Ja. Glauben Sie mir. Ich glaube, ich war mir der Risiken besser bewusst, als Sie denken. Als Sie sich überhaupt vorstellen können. So, Freunde. Startklar, bereit, leicht nervös, packen wir's. So, ich habe mir jetzt auf dem Turm mein Haus einen kleinen Wetterbericht abgeholt. Die hat gesagt, ja, ich muss halt aufpassen, wenn es regnet, dann wird es sehr rutschig, weil ich nur über Steine und so gehe. Und es wird halt rattenkalt, wenn es in den Wolken ist. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Und wenn es nicht geht, dann drehe ich um. Ich will ja auch nicht draufgehen bei der Scheiße hier. Schönheit ist der Berg ja nicht gerade, ne? Wirklich mit dem Matterhorn. Ja, muss halt echt höllisch aufpassen. Ich kann nicht denken, was passiert, wenn das alles zufriert. Man kann nicht hier runterrutschen. Leck mich am Arsch. Was? Da reißt es auf einmal auf und ich sehe, wie hoch ich bin. Boah. Satanschlag. Das ist echt der Hammer. Wenn das wirklich hier oben
Hier wächst nichts mehr. Hier ist alles nur grau und Schutt und Geröll und Eis und absolut faszinierend, wirklich. Nur Bergdohlen sind hier meine Gesellschaft. Und Krähen. Wahnsinn. Und es ist nur erstaunlich warm, dafür, dass wir so hoch sind. Es ist ungefähr 10 Grad oder so. Das war, man kann jetzt da drüben das Wolkenfeld sehen, was abzieht, was jetzt über uns rüber gefegt ist. Und von unten kann man gleich das nächste kommen sehen. Das geht hier so atemberaubend schnell, 2 Minuten und man ist völlig wieder drin. Das ist, wenn jetzt ein Gewitter ausbrechen würde, hätte ich keine Chance hier oben. Aber es sieht auch nicht nach Gewitter aus, ehrlich gesagt. Hier. Ich bin kurz am Gipfel, mitten in den Wolken, es ist arschkalt. Ich hoffe, dass da vorne der Gipfel ist, dann sehe ich zu, dass ich runterkomme. Das wird mir hier zu krass. Oh, schon ganz schön hoch, das Scheißding. Boah, ist das dünne Luft hier oben. Sie haben den Gipfel dann ohne weitere Schwierigkeiten eigentlich erreichen können. So gegen die Mittagszeit um, sagten Sie. Ja, das war so 11:30 oder so oder 12 Uhr. Ich war ziemlich gut zu Fuß da oben. Scheiße, ich hab's nicht. Leck mich am Arsch. Vermelde Gipfelbesteigung in Warhorn. 3600 Meter. Alter. Und ich sehe überhaupt nichts. Es ist einfach nur... Ich sehe nichts. Ja. Ich muss mich ja mal anziehen, Leute. Ja, ich habe mir jetzt was... Wir haben uns angezogen, eine ordentliche Regenjacke und die schützen mich gegen Schnee und Schotter, wenn ich jetzt nicht runterrenne, weil ich mich nicht beeilen kann. Ich bin jetzt in der Schnee oder Schnee und mir ist gerade echt ein bisschen mulmig. Aber Mann, ich vermelde mega stolz hier mit die Besteigung. Aber ich muss hier weg. Und dann passiert es also, das große Unglück. Der Casus Knactus, oder wie man so schön sagt, auf Italienisch. Ja, das war der knackende Punkt. Ich vergaß tatsächlich, nach der Rechnung zu suchen, warum ich überhaupt da oben war. Ich muss eigentlich nur sehen, dass ich so schnell wie möglich auf die 3000 Meter runterkomme. Hier oben bin ich dem Wind ziemlich ausgeliefert. Sie handelten im Auftrag der Staatsmacht und haben diesen Auftrag großzügig übersehen und schlecht ausgeführt. Sind Sie mal da oben im Hagelsturm. Da will ich mal sehen, wie Sie da oben dann da gucken. Unterbrechen Sie mich nicht nur einmal. Also ich musste mein Leben rennen. Da weiß man, dass man lebt. Ich würde sagen, gerade noch mal Glück gehabt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Oh, vielleicht lasse ich es jetzt mal ruhiger angehen. Ich schaffe es auch bis ganz nach unten. Davon kann ich mir meinen Enkeln erzählen. Oh. Da oben ist die braune Schutthalde. Jetzt sind jetzt so kleine Wolken mehr da. Das tut man nicht alles für seinen Bürgermeister. Sie
Die sind also den ganzen Weg gereist. Zu Fuß, mit dem Flugzeug, mit dem Auto. Ich bin nie mit dem Flugzeug geflogen. Unterbrechen Sie mich nicht noch einmal. Und dann sind Sie tatsächlich am Ziel Ihrer Träume, Ihres Auftrages. Und Sie vergessen einfach, nach der Rechnung zu suchen, wegen derer Sie noch da waren. Ja, was soll ich sagen? Dumm gelaufen, ne? Hab mich natürlich ziemlich geärgert. Tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, nochmal umzudrehen. Aber ich war einfach zu müde und hab gedacht, komm, scheiß drauf. Hab ich halt Pech gehabt. Irgendwie erkläre ich es dem Bürgermeister schon. Und, bin dann einfach wieder abgestiegen. Sie hatten dann am Abend des 19. Augustes hatten Sie telefonischen Kontakt zum Bürgermeister. Ja, genau. Da habe ich versucht, ihm die ganze Sache zu erklären. Wissen Sie, ich habe es ja nicht ganz uneigennützig gemacht. Er hat mir vorher versprochen, obwohl ich ihm noch einen Gefallen schuldete, hat er mir versprochen, mir einen Monat freien Eintritt ins Wellenfreibad zu garantieren. Und das war so der Anreiz, warum ich das überhaupt gemacht habe. Der Bürgermeister hat in der Vernehmung zu der Sache ausgesagt, sie wären ziemlich ausfallend geworden, weil er ihnen natürlich diesen freien Eintritt nicht mehr gestatten konnte. Sie hatten ihren Auftrag schlecht ausgeführt. Ja, das hat mich ziemlich wütend gemacht, ja. Ich habe doch alles dran gesetzt und habe eigentlich nur, um mein Leben zu retten, den Auftrag nicht ausführen können. Ja, da bin ich natürlich abends in mich gegangen und habe mir überlegt, dass das nicht umsonst gewesen sein soll. So, Bürgermeister. Jetzt bist du dran. Und dass ich dem Bürgermeister deswegen nochmal einen Besuch abstatten muss, ne? Bürgermeister. Doch, der hat Arbeitszeiten. Sie sind's. Kommen Sie doch rein. Wir haben gerade ein kleines Buffet aufgebaut. Bedienen Sie sich. Ich bin nicht hier, um mich am Buffet zu bedienen. Ich bin hier, um nochmal nachzuverhandeln. Wir haben den Bürgermeister laut medizinischen Protokollen 6-mal die Nase gebrochen, 5 Zähne ausgeschlagen und des Weiteren seine schöne Brille von Fielmann demoliert. Das entstand also ein Sachschaden von 300.000 Euro nach seiner Aussage. Ja. Sie werden also vor Gericht zitiert werden in dieser Sache. Das ist ja nun eine tolle Geschichte, die Sie mir hier erzählt haben. Sie werden natürlich in dieser Sache vor Gericht zitiert werden. Und ich kann mir vorstellen, Herr Nachgebauer, unterbrechen Sie mich nicht noch einmal. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das noch bitter bereuen werden. Ich denke mal, das würden Sie so nicht nochmal machen. Oh doch, das war's wert. Traveling high and traveling low, continuously. Freunde, ich habe mein Cabrio gemietet. Hab ich irgendwie verfahren. Einmal bin ich mitten auf einem großen See. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit meinem Auto hier wieder runterkommen soll. Scheiße. Wenn ich mir das so angucke, mit meinem ganzen Sachbestand beurteilen muss, da gehen wohl so 30 Liter die Minute, gehen aber so auch, glaube ich. Da kriegst du so eine Badewanne, wo man ein paar Minuten voll braucht. I
I try to catch my shadow every day. Like a dog going after its own tail, I would always fail. I would always fail. Ja, was mache ich denn jetzt, Freunde? Wie heißt du denn? Lieschen, geh mal bitte ein Stück zur Seite noch. Die hört nicht auf mich. Ja, ihr seid ganz hübsche Kühe. Die sind total hübsch, aber ich hatte ihren Arsch noch im Weg. Ah, jetzt. Dankeschön. Wir betreiben, ne? Wir haben uns schon ausgestürzt hier. Das Fressen ist arschteuer hier, ne? Wir müssen auch mal nachverhandeln, was den Monat geht. Ich will 2 Monate freien Eintritt. Ist ein schöner Tag hier. Interessant. Oh, perfetto, Wetter ist bueno, alles gut, molto bene. Bin ich gleich oben auf dem Gipfel. Und dann mache ich schon mal geschön. Vaya cagare. Si, oh, perfetto. Nein, ich koche mir natürlich nur den Kaffee. Ich habe keine Angst zu fallen. Ich habe keine Angst zu fallen. Da will ich jetzt schön runterstrollen, bevor ich losgehe. I would always fail. I would always fail. I would always fail. I try to catch my shadow every day, like a dog going after its own tail. I would always fail. I would always fail. I would always fail. I would always fail. Das ist ein herrlicher Tour. Habe ich mir gedacht, die musst du einmal im Leben gemacht haben. Wie jeder gute Tourist. Schäl ich hier oben. Und gleich bin ich oben gehen. Ja. Ehrlich.